Hallo Freunde, euer Coach hier, Cecil. Yes! Ich habe gerade ein sehr, sehr geiles Video gedreht und zwar kommt das morgen Abend unbedingt gucken, meine 5 Top Coins im August 2021. Unbedingt gucken, mega geil, krasse Informationen, neue Informationen, unbedingt reinschauen. Und meine Freunde, ich habe gemerkt, achso, ich wollte eigentlich eine andere Story. Mit welcher Story fange ich an? Mit folgender. Okay, dann fange ich mit der Story an, weil die so geil und lustig ist. Gestern habe ich ja geschrieben, Aubergine. Und ich habe auch gar nicht nachgedacht. Ober habe ich geschrieben, O-B-E-R. Und dann schreibt mir meine Frau so am Abend, Aubergine wird so geschrieben. Und ich musste so lachen, weil das Ding ist, wir haben in der Schule nur Scheiße gelernt. Das, was ihr von außen eingeprügelt bekommen habt, ist nur Scheiße. Muss ich gut schreiben, um ein erfolgreiches Business zu haben? Muss ich Auberginen richtig schreiben? Kann ich auch Auberginen schreiben? Muss ich überhaupt in einem Land die Sprache sprechen, um erfolgreich zu sein? Muss ich überhaupt zur Schule gegangen sein? Oder kann ich auch Auberginen schreiben und trotzdem ein erfolgreiches Business haben? Und genau das ist das, was sie uns versuchen, ins Gehirn zu prügeln. Und es ist alles gelogen. Und ich mache jetzt ein paar Beispiele. Es ist so krass. Ich habe mal einen 18-jährigen Kunden und sein Vater hat für ihn bezahlt. Und der Vater kam aus der Türkei als Arbeiter, hat kein Deutsch gesprochen, gar nichts. Hat auf dem Bau richtig gearbeitet, jeden Tag 16 Stunden für die Familie. Hat dann die ersten Kontakte getroffen, hat die ersten kleinen Dönerläden aufgemacht. Und 15 Jahre später hatte er, keine Ahnung, eine ganze Kette und hat im 500 Quadratmeter Haus gewohnt und hat für seinen Sohn 5-mal die Woche Personal Training bezahlt, gar nichts los. Ein anderer Bekannter von mir, der Vater kam aus Afghanistan, genauso hoch gearbeitet, konnte auch kein Deutsch, haben einige, ich glaube 4 oder 5 Burger King Ketten aufgemacht. Muss ich nicht weiter sprechen, sehr erfolgreich und reich geworden. Nusret ist aus der Schule gegangen, der mit dem Restaurant, ist aus der Schule rausgegangen, weil er für die Eltern arbeiten musste, ich glaube in der 4., 5. Klasse. Der hat jetzt in 24 Ländern hat er seine Läden. Das heißt, entgegen der Lügen, oder sie wissen es einfach nicht besser, musst du nicht schreiben können. Du musst in einem Land nicht mal die Sprache sprechen können. Du musst keinen Abschluss haben. Du musst kein Abitur haben. Du musst keine Ausbildung haben. Du musst das alles nicht haben. Aber manche Sachen, die muss man haben. Man muss Ehrgeiz haben. Das richtige Herz. Ziele. Eine Vision. Einen starken Mindset. Das sind die Sachen, die man haben muss. Ja, Cecil, aber ich brauche ja Startkapital. Nein, brauchst du nicht. Über 80% der Selfmade-Millionäre in den USA hatten kein Startkapital, kommen nicht aus reichem Elternhaus. Das ist das, was wir uns alles in unser Gehirn reinprügeln. Es muss nicht sein. Du kannst auch gar nicht schreiben können. Ich kann auch Aubergine mit keine Ahnung wie schreiben. Es ist völlig irrelevant. Und genau das ist es. Und jetzt pass auf. Und alles, was wir so machen im Leben, hat ja meistens einen Grund. So, ich zum Beispiel habe jahrelang, war ich dieser Vorurteile ausgesetzt. Migrationshintergrund, der hat eine Glatze, bestimmt ein Krimineller. Kann gar nicht sein, dass er Geld verdient. Legal. Das geht gar nicht. So, hä? Und das ist das Ding. Und das Schöne ist, das Internet hat keine Vorurteile. Mein Bekannter, 33 Millionen Umsatz mit Kabeln pro Jahr. Das ist denen völlig egal, wenn die bestellen, ob er groß, klein, dick, dünn, egal was ist. Der andere Kunde von mir verkauft Kugelschreiber. Egal was, es interessiert keinen. Wie der aussieht, ob er stinkt, ob er dick, klein, dünn. Und genau das ist der Unterschied zur normalen Arbeitswelt. Da denken die alle immer, du musst dich gut artikulieren, du musst perfekt schreiben können. Ach, du kannst nicht so gut schreiben. Dann bist du wohl ein Asozialer. Banane. Deswegen freue ich mich so, meine Freunde, wenn ich euch mit dem Matrix-Prinzip, diesen, was ich am Anfang gesagt habe, du brauchst das alles nicht. Alles, was du bisher denkst, brauchst du nicht. Und das ist das Matrix-Prinzip. Genau, und da freue ich mich einfach, dass ich euch da raushole und morgen startet das Business-Prinzip und ich hatte schon sehr, sehr viele Anfragen, nee, beziehungsweise nicht morgen, sondern übermorgen und ich werde euch morgen anschreiben
und dann eventuell übermorgen anschreiben, wenn ihr ausgewählt wurdet, okay? Also wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt für den Rabatt, nur für die Teilnehmer im Matrix-Prinzip, die können da überhaupt das Formular ausfüllen, dann macht das jetzt, hier könnt ihr es ausfüllen und dann starten wir. Und genau da geht es nämlich darum, genau das Business aufzubauen, Schritt für Schritt, was man verkaufen kann, ob Dropshipping, ob E-Commerce, Infoprodukt, FBA, E-Book, alles ist da erklärt. Kurz zwei, drei Fragen und dann gehe ich. Nicht zur Nahrungsergänzung, aber Cecil, deiner Kleidung. Warum sind die immer so kaputt? Ich merke das immer erst hinterher. Ich kaufe die einfach und dann sehe ich, dass die kaputt sind. Was würde ich bei Wasser in den Beinen machen? Ich würde vielleicht sowas wie Brennnesseltee trinken, aber ich würde auf jeden Fall als erstes, wenn ich die Pille nehme, auf jeden Fall würde ich die absetzen. Dann würde ich gucken, dass Vitamin D-Spiegel, dass mein Darmmilieu gut funktioniert und alles, was ich maximum von sie sage. Lange vor dem Blutbild Nahrungsergänzung absetzen. Und das ist jetzt sehr entscheidend. Ich habe ja ein umfassendes Blutbild gemacht und darüber sollte ich vielleicht auch mal demnächst ein YouTube-Video machen, weil es ist ja nicht so, dass ich nur Nahrungsergänzung nehme, um für ein Blutbild oder kein Blutbild gut abgedeckt zu sein, sondern ein Blutbild nimmt man ja, um den Status festzustellen. Das ist ja der Grund, warum man es macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das ganze Jahr über Nahrungsergänzung nehme und dann setze ich zwei Wochen vorher ab, dann habe ich ja nicht das, was ich eigentlich wissen will, wie es aktuell aussieht. Weil es ist ja bei vielen so, dass man zum Beispiel irgendwas nimmt, aber trotzdem komplett im Mangel ist. Deswegen natürlich macht man überhaupt keinen Unterschied. Also man nimmt es einfach ganz normal wie immer. Dann macht man ein umfassendes Blutbild, wie ich in der achten Woche im Maximumprinzip erkläre. Und dann sieht man, oh, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, nur 1000 Einheiten Vitamin D genommen. Mein Vitamin D-Spiegel ist bei 5 Nanogramm. Dann war das wohl zu wenig. So, das ist ja der Grund dahinter. Deswegen normal weiter durchnehmen. Radio haben sie vor den Hitzewellen in Griechenland gewarnt. Ja, sie sagen alles, damit ihr nicht in Urlaub fahrt. Merkt ihr doch. Sie sagen alles. Sie lügen sich einen Wolf. Ja, es ist heiß. Es ist jetzt wirklich heiß, aber trotzdem geil. Das ist auch so eine tricky Sache. Ganz oft kriege ich die Frage, muss ich vielleicht auch ein YouTube-Video drüber machen. Es gibt nicht eine Sache, wo ich sage, okay, nimm Biotin, dann hast du keinen Haarausfall mehr. Nein, das ist halt, man muss über einen gewissen Zeitraum gut sich abdecken. Also ich würde, keine Empfehlung, ihr wisst Bescheid, da macht man sich gleich strafbar. Ich kann euch besser immer empfehlen, dass ihr rauchen sollt und Alkohol trinken. Also ich würde alles machen, was ich im Maximumprinzip sage. Na klar würde ich das machen, weil deswegen habe ich das ja gemacht. So, und dann über die 8 Wochen und dann in Woche 8 sage ich ganz genau, was ein umfassendes Blutbild heißt. Und das ist nicht ein großes Blutbild mit ein paar Parametern, sondern da muss man wirklich genau gucken. Und dann kann es sein, dass es ein Eisenmangel ist, kann ein Vitamin-D-Mangel sein, kann zu Haarausfall führen, kann Biotin sein, können verschiedene Aminosäuren sein. So viele einzelne Aminosäuren sind so wichtig für den Aufbau von Haaren, Haut, Nägeln. Vitamin C, gerade für den Aufbau von Nägeln. Wenn ich viel Vitamin C nehme, dann gehen meine Nägel, da denke ich alle 2 Tage, ich muss schneiden. So, also es können so viele verschiedene Mengen, es kann was Hormonelles sein und so weiter. Aber das kriegt man dann raus. So, vielleicht. So würde ich es machen. So ist es erfolgreich in meinen Augen. Fragen zu Tinnitus. Also Dr. Strunz sagt in seinem Buch, Blut heißt das, mit genügend Magnesium ist es sehr schwer, überhaupt Tinnitus zu bekommen. Deswegen Magnesium würde ich hoch dosieren. Irgendwann wirkt es abführend. Wichtig ist natürlich auch immer das Verhältnis zum Calcium, zum Kalium. Und deswegen würde ich einfach, wenn ich das hätte, so viel von dem Basenzitrat zum Beispiel nehmen, wo das alles drin ist, bis es abführend wirkt und dann wüsste ich, okay, das müsste reichen. Jo, meine Freunde, ich mache mich jetzt auf den Weg. Familie ist schon vor. Ich gehe jetzt ein bisschen was essen und da vorne ist so ein Outdoor-Playground. Mal schauen, ob es so heiß ist, aber ich glaube, jetzt geht es so langsam. Und ich melde mich, glaube ich, auf dem Weg. Bis gleich.